Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss mal der AfD noch mal sagen, Sie haben schlecht recherchiert. Sonst hätten Sie gewusst, dass ich auch im AWO-Vorstand bin, des Kreisverbandes Wismar. Und das ist nämlich ehrenamtlich. Jetzt ist es raus. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft ist auf eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur angewiesen. Anders als in traditionellen Gesellschaften fallen die bekannte Großfamilie, die Horde oder Sippe, wie man so schön sagt, für die Versorgung und Betreuung von alten Kindern und Kranken und Behinderten aus. Unterstützend hat sich hier aber ein Netzwerk aus sozialen Dienstleistern etabliert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die freie Wohlfahrtspflege ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Sozialstaates und die Politik in Mecklenburg-Vorpommern steht fest an der Seite der freien Wohlfahrtsverbände. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber wir reden aber auch über das Geld, über sehr, sehr viel Steuergelder. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Im Haushaltsplan 2016 sind für die Arbeit der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 1,03 Millionen Euro für Personal- und Sachausgaben in nicht marktfähigen und nicht refinanzierbaren Bereichen zur Steigerung der Professionalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranschlagt. Darüber hinaus sind noch einmal gut 1,3 Millionen Euro für die Arbeit der Wohlfahrtsverbände Gesundheit für Menschen mit Behinderungen im Haushalt vorgesehen. Weiterhin gehen knapp 1 Million Euro an die Wohlfahrtsverbände für Hilfen in prekären sozialen Situationen und Zuschüsse von 886.000 Euro für die ehrenamtliche Mitarbeit. Das sind alleine 4,2 Millionen Euro jährlich, die die Liga selbstständig auf ihre Mitgliederverbände aufteilen darf. Es sind viele Millionen an Steuergeldern, die Jahr für Jahr an die Liga quasi durchgereicht werden und die Liga verteilt es selbst nach eigenen, selbst festgelegten Kriterien. Diese Kriterien sind irgendwann Anfang der 1990er Jahre festgelegt worden und nicht öffentlich. Das ist, wie gesagt, intransparent. Darüber hinaus werden Projekte und Investitionen bei einzelnen Einrichtungen gefördert, zum Beispiel Gemeinschaftseinrichtungen der Altenpflege oder Einrichtungen für behinderte Menschen, die ich hier nicht im Einzelnen beziffern kann. Aber meine Damen und Herren, die gute Arbeit der Liga und ihrer Mitglieder darf aber nicht durch eine hausgemachte Intransparenz abqualifiziert und unter einen Generalverdacht gestellt werden. Hier ist Handlungsbedarf angezeigt und dieser Bedarf hat daher seinen Platz im neuen Koalitionsvertrag unter Punkt 13 gefunden. Ich darf noch einmal zitieren: Die Koalitionspartner werden die Prüfkompetenz des Landesrechnungshofes im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten so erweitern, dass alle Empfänger öffentlicher Gelder geprüft werden können. Zitat Ende. Und deshalb, meine Damen und Herren der Fraktion Die Linke, freue ich mich ausdrücklich über Ihren Antrag. Wir möchten mit den Beteiligten darüber reden und prüfen, welche Prüfungsrechte insgesamt dem Landesrechnungshof übertragen werden können. Wir können es wie in Schleswig-Holstein machen und dem Landesrechnungshof ein Prüfungsrecht im Kommunalprüfungsgesetz parallel zu den kommunalen Prüfungsbehörden einrichten. Wir können auch in anderen Fachgesetzen weitergehende Prüfungsrechte normieren. Die angedachten Prüfungsrechte durch den Landesrechnungshof sind für uns alles andere als Misstrauen. Ich empfinde zusätzliche Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes als Stärkung und Unterstützung, unter anderem der Wohlfahrtspflege. Es geht nicht darum, zu sparen, Leistungen zu kürzen oder abzubauen. Vielmehr muss das erklärte Ziel sein, dass das Steuergeld dort ankommt, wo es notwendig ist, nämlich bei den Menschen, die einen Anspruch darauf haben. Meine Damen und Herren, wir reden über die Wohlfahrtsverbände von deutschlandweit sehr großen Arbeitgeberverbünden mit 100.000 Beschäftigten, einem Milliardenumsatz. Hierzu kommen im gleichen Maße die Ehrenamtlichen, denen unser besonderer Dank natürlich auch gilt. Wir wollen Ihren Antrag in die Ausschüsse verweisen, um dort ein breites Verfahren durchzuführen. Vielleicht macht die AfD ja auch mit, unterschiedliche Ansätze und Blickwinkel zu betrachten und zu berücksichtigen. Denn am Ende muss ein Ergebnis stehen, das dem Ansinnen Rechnung trägt, Akzeptanz findet und die Transparenz fördert. Dies ist auch deshalb notwendig, weil damit zu rechnen ist, dass die Kosten alleine wegen demografischen Faktoren weiter steigen werden. Daher beantragen wir den Antrag federführend in den Finanzausschuss und mitberaten in den Sozialausschuss, den Innen- und Europaausschuss und den Rechtsausschuss zu überweisen. Ich denke, dass dieses Verfahren inklusive einer gemeinsamen Anhörung im Finanz- und Sozialausschuss dem Ziel, dem Antrag der Linken und dem Punkt 13 im Koalitionsvertrag näher kommt. Die SPD-Fraktion arbeitet bereits intensiv und unabhängig von diesem Antrag an einem Gesetzentwurf.
Ich lade die Opposition heute und hier dazu ein, sich daran zu beteiligen. Unser ehrgeiziges Ziel ist es, einen Gesetzestext bis März vorzubereiten. Schließlich hat der Landtag der 6. Wahlperiode schon mehr Transparenz bei der Mittelvergabe an die Liga im Zusammenhang mit den Landesrechnungshofberichten eingefordert. Dies wurde ja auch schon mehrfach betont. Durch zusätzliche Prüfungsrechte soll künftig mehr Transparenz hergestellt werden. Wir wissen aber auch, dass unser gemeinsames Ziel, die Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes in Mecklenburg-Vorpommern auszuweiten, nicht ohne Widerstand hingenommen werden wird. Dies zeigen Erfahrungen aus den anderen Bundesländern. Wir wollen ganz klar sagen, dass mehr Transparenz in der Mittelverwendung gerade auch im Interesse der Wohlfahrtsverbände liegt. An den Beispielen des Immobilienskandals, der Volkssolidarität oder der Geschäftsführergehälter bei der AWO in Ware wird deutlich, wie rufschädigend solche Vorgänge für die Wohlfahrtsverbände selbst und auch für die Ehrenamtlichen sein kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir doch einfach mal in unser näheres Umfeld, sei es in der eigenen Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis. Früher oder später sind wir alle mit einer Situation konfrontiert und sind auf einen Baustein aus dem Haus der freien Wohlfahrtsverbände oder sozialen Sicherungssysteme angewiesen. Wir wollen gemeinsam den Weg zu mehr Transparenz im Wohlfahrtswesen ebnen. Stimmen Sie der Überweisung des vorliegenden Antrags in die Fachausschüsse zu und beteiligen sich dann auch intensiv an dem Gesetzgebungsverfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.